www.scheißboxer.shop. Jetzt erhältlich. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Was geht ab, Leute? Ja, Leute, wir haben wieder mal einen brandneuen Account. Es musste mal wieder Zeit werden. Ne? Ich habe ja erst so 10 Stück oder so. Also, Leute, der 11. hat auf jeden Fall auch noch gefehlt. Um ehrlich zu sein, ich habe eigentlich keine Ahnung, wie viele Accounts ich mittlerweile habe. Aber, Leute, wir haben heute mal wieder ein spezielles Ziel. Und zwar, Leute, es gibt drei Arten von Boxen in Brawl Stars. Einmal die Brawl Box. Einmal die große Box. Und einmal die Mega Box. Die haben wir hier. Zack. Und heute beschäftigen wir uns mal mit der großen Box. Leute, die große Box, 30 Gems kostet sie, ist bekannt dafür, dass man daraus eigentlich nie was zieht. Das ist, naja, hin und wieder. Also, ich glaube, ich habe schon öfters was Krasses aus einer Brawlbox gezogen als aus einer großen Box. Aber das Ganze werden wir heute umdrehen. Wir werden heute versuchen, aus einer großen Box einen legendären Brawler zu ziehen. Wir werden heute 100 große Boxen öffnen, Leute. Und einfach mal gucken, was man aus 100 großen Boxen so rausholen kann. Wenn ihr Bock auf dieses Video habt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, für 100 große Boxen 10.000 Likes. Machen wir 10.000 Likes, let's go. Also strengt euch an und lasst doch mal ein kostenloses Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. So, dann kaufen wir natürlich jetzt direkt mal 2.000 Gems. Zack, die sind auch schon da. Und wenn wir logischerweise rechnen können, 30 mal 100 sind 3.000. Aber wir kaufen nur noch 950. Also haben wir dann am Ende 50 Gems zu wenig. Aber ich gehe davon aus, dass wir in diesen fast 100 großen Boxen auf jeden Fall ein paar Gems zurückbekommen sollten, dass wir uns noch die 50 Gems leisten können. Leute, das wird auf jeden Fall klappen. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Ich hab's schon wieder gesagt. Ach so, und kauft den Merchandise. Leute, let's go. Wir starten mit der ersten großen Box, Leute. Der Account ist wirklich leer. Also es ist nichts auf diesem Account drauf. Das ist mal interessant. Ich schaue jetzt mal die Wahrscheinlichkeit. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist standardgemäß auf 0,1104. Man startet eigentlich ganz stabil. Also, da ist die Chance auf den legendären Brawler auf jeden Fall vorhanden. Wir ziehen erstmal nur Powerpunkte für Shelly. Das war die erste große Box. Let's go, weiter geht's. Wir ziehen direkt schon mal was Neues. Was wird es sein, Leute? Ich sage, es ist Poco. Alter, niemals habe ich das gerade predicted. Daumen nach oben, Alter. Aktiviert die Glocke, abonniert mich. Okay, ich habe es halt einfach gerade wirklich predicted. Wie konnte das passieren? Okay. Das ist nichts Neues. Zack, das war jetzt die zweite Box. Und übrigens, Leute, was ich gerade mache, ist total dumm. Ich habe es euch unter anderem auch in einem Video erklärt, wo ich euch gezeigt habe, wie ihr am besten einen legendären Brawler bekommt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das ab, findet ihr auf meinem Kanal. Es macht viel mehr Sinn, die Megaboxen zu öffnen. Das ist einfach Fakt, weil in einer Megabox hat man im Prinzip in etwa den Inhalt von 10 Brawlboxen und in einer großen Box hat man in etwa den Inhalt von 3 Brawlboxen. Das heißt, man zahlt auf Brawlboxen runtergerechnet 10 Gems pro Stück hier. Und hier auf jeden Fall 8 Gems. Also, das ist schon ein kleiner Unterschied, 2 Gems. Deswegen, Leute, normalerweise öffne ich eh nur Megaboxen. Aber heute für dieses Video, für dieses Experiment, probieren wir es mal mit den großen Boxen. Ich glaube, ich habe aus einer großen Box noch nie was Krasses gezogen, oder Leute? Bestet mich aus, falls das doch nicht so ist, aber Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, die Wahrscheinlichkeit auf den legendären ändert sich gerade gar nicht. Wir ziehen einen neuen Brawler. Das ist Daryl. Oh, die Scheißboxerin. Okay. Scheißboxerin ist am Start, Leute. Die ist es auch schon mal in der Familie am Start. Und Poco genauso. Scheißboxerin. Hello. Und wo ist der Poco? Hier haben wir den Poco auch noch. Perfekt. Bevor wir jetzt weitermachen, Leute, ich wollte euch noch darauf aufmerksam machen, dass der neue Merchandise online ist. Und zwar einerseits auf www.scheißboxer.shop. Da gibt es zum Beispiel dieses T-Shirt oder, Moment, diese Popsockets und zu den ersten 1000 Bestellungen eine handsignierte Autogrammkarte kostenlos dazu. Das heißt, Leute, wenn ihr irgendwas haben wollt, T-Shirts gibt es dort, Pullover gibt es dort, Hosen gibt es dort, Popsockets, alles mögliche, dann checkt es auf jeden Fall ab, www.scheißboxer.shop. Job. Und Leute, wenn ihr euch so ein geiles LED-Licht gönnen wollt, eines von den beiden, zack, ich zeige euch da unten noch nochmal. Ach, da mit weißem Hintergrund sieht man die fast nicht. Die leuchten. Warte, ich mache die mal auch an, dass ihr den Sinn davon auf jeden Fall versteht. Zack, let's go. Und da sind sie auch auf jeden Fall schon am Leuchten, Leute. Ja, diese LED-Lichter könnt ihr auf tomilostore.de/pookie bestellen. Beide Links auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auf jeden Fall eine Autogrammkarte haben wollt, dann seid schnell, Leute. Seid schnell, weil ich kann euch nicht garantieren, dass in einer Woche noch was da ist. Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, wie krass der Hype von eurer Seite ist. Okay, dann geht's auf jeden Fall weiter. Let's go.
Powerpunkte nur. Zack, das wird wieder nichts Neues. Warum ziehen wir immer nur zwei Gegenstände? Ach! Man kann ja aus einer großen Box nur zwei ziehen. Nee, kann man gar nicht. Hä? Ja, stimmt, man kann drei ziehen. Drei sind normal aus einer großen Box. Jetzt lernen wir die auch mal ein bisschen kennen, weil ich hatte davor überhaupt keine Erfahrung mit den großen Boxen, weil ich immer nur Megaboxen öffne. Ich habe hundertprozentig viel mehr Megaboxen geöffnet als große Boxen. So, und da ziehen wir Karl die Kloschüssel. Perfekt, der erste super seltene Brawler. Jetzt schauen wir mal die Wahrscheinlichkeit auf einen legendären an. Hat sich immer noch nicht geändert. Perfekt. Okay, drei Gegenstände. Also bei drei ist meistens nichts Neues. Also so wie bei fünf bei einer Megabox. Ja, und zwei. Ich weiß nicht, warum wir so oft zwei ziehen. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil wir haben ja schon so viele Brawler, wo wir die Powerpunkte ziehen könnten. Aber, naja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also, ich meine, 160 Euro, 165. Mal schauen, was man da zieht aus großen Boxen. In Megaboxen hätte ich Minimum 10 Brawler oder so gezogen. Ich bin echt gespannt, was jetzt hier bei den großen Boxen abgeht. Aber dafür können wir auch viel mehr davon öffnen. Das ist natürlich der Punkt. Okay, da. Oh, was? Hä? Zwei Gegenstände und wir ziehen einmal den Barley? Das macht ja gar keinen Sinn. Also irgendwie ergibt das überhaupt keinen Sinn, was da gerade abgeht. Drei Gegenstände, man könnte denken, ist was Neues, aber nee, überhaupt nicht. Und bei zwei kommt da was Neues, ne? Bruh. Okay, drei Gegenstände wieder, zack, Barley. Aber 30 Powerpunkte bei jedem Brawler, das ist schon ein kranker Zufall. Ein verbleibender Gegenstand, aber 11 Gems. Wir kriegen die Kiste ja fast gratis, Alter. 11 Juwelen. Was? Wir ziehen zwei neue Brawler aus einer großen Box. Ey, ich check diese Dinger nicht. Ich check diese Dinger nicht. Bei drei verbleibenden... Okay, ich check's überhaupt nicht mehr. Was geht denn mit den großen Boxen ab? Drei verbleibende Gegenstände und wir ziehen einfach zwei neue Brawler, hä? Und wir ziehen auch nur Powerpunkte für die gleichen Brawler. Hä? Wir ziehen keinen einzigen Powerpunkt für den scheiß Boxer, den wir gerade gezogen haben. Oder habe ich mich da geirrt? Wir haben den noch gerade gezogen, ja? Lol. Hier irgendwie macht das gar keinen Sinn. Diese großen Boxen sind total verwirrend, Alter. Let's go, wir öffnen auf jeden Fall weiter. Okay, jetzt haben wir die Powerpunkte für den scheiß Boxer bekommen. Zack, scheiß Boxer wieder. Okay, jetzt kommen sie. Ja, wow, jetzt kommen sie in jeder Kiste. Leute, ich bin auf jeden Fall gespannt. Glaubt ihr, wir ziehen überhaupt was Episches, was Mythisches oder sogar was Legendäres? Oder glaubt ihr, wir ziehen einfach gar nichts? Ich glaube eigentlich, dass wir mindestens einen mythischen Brawler ziehen. Wenn nicht sogar einen legendären. Ich hoffe, dass es ein legendärer wird. Let's go. Zack, die nächste Box wird geöffnet, drei verbleibende, das heißt halt einfach nichts, ne, wenn da einmal fünf verbleibende Gegenstände sind, Alter, das wäre schon heftig in der großen Box, Leute, aber das ist halt so unwahrscheinlich, weil du bekommst ja nicht mal so regelmäßig die ganze Zeit drei, sondern einfach nur zwei verbleibende Gegenstände, das macht meiner Meinung nach einfach keinen Sinn, also ich verstehe das überhaupt nicht, was geht denn hier ab bei den großen Boxen, also keine Ahnung, es sind immer zwei oder drei, aber gut, es macht auch, ne, es macht überhaupt keinen Sinn, es macht einfach gar keinen Sinn, bei der Megabox sind es ja immer fünf, verbleibende Gegenstände normal, wenn du nur Powerpunkte ziehst und hier sind es zwei oder drei. Das ist irgendwie verwirrend. Irgendwie verwirrend. Das heißt, es kann eigentlich immer ein neuer Brawler drin sein. Man kann es nie wissen, so. Man kann es echt nicht wissen. So, wieder zwei, Karl. Okay, Poco. Let's go, weiter geht's. Drei, komm, vielleicht was Neues? Nö, scheiß Boxer-Powerpunkte. Alter, yo, wir ziehen hier fast gar nichts gerade. Das ist ja gar nicht amüsant, Leute. Okay, was haben wir? Also immer noch die gleiche Wahrscheinlichkeit und wir haben schon die Hälfte an Gems gewastet. Digga, wir ziehen ja wirklich nichts aus diesen großen Boxen. Öffnet keine großen Boxen, das geht gerade unnormal schief. Was habe ich jetzt gemacht? Powerpunkte gekauft. Das geht gerade unnormal schief. Wir haben bis jetzt zwei super seltene und alle seltenen. Es fehlen noch zwei super seltene und natürlich noch alle epischen und mythischen und legendären Brawler, aber wir gucken mal, was jetzt hier noch so auf uns zukommt. Drei verbleibende ist aber wieder nichts, dafür Markenverdoppler. Ja, das kann man sich schon mal geben, immerhin. Das ist wieder nichts, nur Powerpunkte. Das wird wieder nichts sein, ja. Okay, jetzt ziehen wir aber fast immer drei. Das ist ja schon mal besser als vorhin. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt, aber... Hä? Ein verbleibender Gegenstand. Es macht keinen Sinn, diese große Box triggert mich gerade zu Tode, Alter. Ich check's einfach nicht. Und wir ziehen einfach fast gar nichts mehr. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen traurig. Das ist schon traurig, Leute. Wenn wir hier heute keinen legendären Brawler ziehen, dann weine ich, ne? Dann gehe ich wirklich weinen. Ne, dann gehe ich auf www.scheißboxer.shop und bestelle mir noch ein paar von den Popsockets, bevor sie wechseln, ne? Ja, das ist schon krass. So ein Boxer, Popsocket, ich hoffe, ihr kennt das. Das tut man einfach so, zack. Es wäre das mein Handy. So, ich kann es so hier an dem Popsocket halten. Mega geile Sache, so ein Ding. Und Autogrammkarten gibt es natürlich auch dazu. So, los geht's. Große Box, Numero, keine Ahnung was. Oh nein, keine Gems. Okay, die nächste, zack. Wir sind jetzt schon bei 1000 Gems angelangt. Also gleich unter 1000 Gems. Digga, wir ziehen gar nichts, Alter. Wir haben 2000...
Jo, für 2000 Gems haben wir bis jetzt 2 super seltene bekommen. Und 4 seltene. Digga, das ist echt ein Witz. Das ist wirklich ein Witz, Leute. So ein schlechtes Opening hatte ich, glaube ich, noch nie. Jo, und wir ziehen einfach nichts. Das ist irgendwie gerickt. Das ist, irgendwas ist hier auf jeden Fall ganz falsch. Das kann ja nicht sein, dass das so einen riesen Unterschied macht. Dass da jetzt nur 3 Brawl-Boxen in einer großen Box sind und in einer Mega-Box 10 Stück. Ja, natürlich macht es einen Unterschied, aber vom Ding her, wir können ja auch viel mehr öffnen, aber trotzdem, wir ziehen gar nichts. Leute, wir ziehen einfach nichts. Ey, komm. Wenn ich jetzt... Digga, ich will jetzt mal einen neuen Brawler ziehen, was ist denn da los? Dieses Opening will mich so hart verarschen, wir ziehen immer... Hä? Okay, wir ziehen Daryl. Yo, ich komme nicht mehr darauf klar, also... Diese großen Boxen gefallen mir überhaupt nicht, Digga. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Leute, ich glaube, das war das letzte Mal, dass wir große Boxen öffnen, weil... Bro. Was da passiert, Alter, das erlebt man echt selten. Okay, schon wieder ein super seltener. Gut, jetzt haben wir halt alle super seltenen Brawler. Und alle seltenen. Jetzt wird es halt Zeit für einen epischen oder einen mythischen oder einen legendären. Aber warum ziehen wir das... Digga, das ist... Also, oder der Account hat einfach keinen Luck. Das kann natürlich auch sein, aber... Das ist ja mal so unlucky, Alter. Let's go, weiter geht's. Komm, 8 Juwelen. Also Juwelen haben wir auf jeden Fall mehr als genug zurückbekommen. Wir öffnen auf jeden Fall insgesamt sogar mehr als 100 große Boxen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir vielleicht noch was ziehen. So, die Gems neigen sich dem Ende. Ich habe kein einziges Mal 4 verbleibende Gegenstände bekommen. Geht das überhaupt? Also, geht das? Ich habe keine Ahnung, Leute. Diese großen Boxen, die... Nee, die gefallen mir überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Diese Dinger kannst du echt in den Müll werfen. Alles klar. Alles klar. Nee. Nee. Jo, wir ziehen immer das gleiche, Alter. Diese großen Boxen, die sind ja so abfuck, Mann. Was ist denn das, Alter? Ich check das überhaupt nicht. Die Powerpunkte haben wir halt schon ordentlich. Aber, Digga, das waren 150 Euro und wir haben bis jetzt keinen einzigen epischen Brawler. Leute, nehmt euch das als Beispiel und kauft keine großen Boxen. Das ist einfach nur dumm. Es ist wirklich nur... Es ist einfach nur dumm. Niemals, Alter. Bro. Digga. Keinen einzigen epischen Mythen oder irgendwas. Jo, ich glaube, das war wirklich das letzte Mal, dass ich jetzt hier große Boxen geöffnet habe. Das war ja mal das schlechteste Box-Opening ever. Leute, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Lasst einen Daumen nach oben dafür, das schlechteste Box-Opening auf dieser Welt, Alter. 150 Euro und wir ziehen gar nichts. Wir ziehen nicht mal einen epischen Brawler. Dieser Account könnte genauso gut Free-to-Play in 10 Tagen erspielt sein. Das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich. Ups. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Wir haben keine Gems mehr. Das war ja mal das beschissenste Chest-Opening, was ich jemals erlebt hatte. Oder habe. Digga, das ist lächerlich. Schaut euch den Account an. Also, ich meine, immerhin. Immerhin haben wir Penny, die Scheißboxerin, den Scheißboxer, Daryl. Ja, Karl ist auch noch ganz cool, aber das ist ein Witz. Das ist wirklich ein Witz. Leute, ich bin... fassungslos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich ultra hart enttäuscht gerade von Brawl Stars. Der gibt man da 150 Euro aus und zieht einfach gar nichts, Alter. Machen wir noch kurz die paar Upgrades. Wenigstens etwas, dass der Account nicht ganz für nichts ist. Wow, 150 Euro, Alter. Das ist so unnötig gewesen, Mann. Bro, Alter. Naja, was sollen wir machen, Leute? So, Gold alles ausgegeben. Haben wir noch 498 Leute. Das war's jetzt hier mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Teilt das Video mit euren Freunden. Jetzt mal Real Talk. Verbreitet das und zeigt denen, wie scheiße Megaboxen sind. Kauft den scheiß Boxershop. Wir sehen uns. Bis dahin, haut rein. Und kauft den scheiß Boxershop. Wahrscheinlich kauft ihr den, oder? Egal. Tschüss.